Krise würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, in der Saison ist es ganz normal, dass es Höhen und Tiefen gibt. Mit Sicherheit ist es jetzt gerade keine leichte Zeit und wir müssen uns wieder zusammenraufen und ja, nach Möglichkeit auch wieder Punkte einfahren. Von Krise redet keiner bei uns. Natürlich ist es so, dass wir auch ein paar Sachen ändern müssen, um wieder auf die Erfolgsspur zu kommen, aber da machen wir uns keine großen Sorgen, dass wir das wieder hinbekommen. Ja, ich denke, dass es gerade in dieser Saison, auch in der letzten Saison war es so, dass im Prinzip jeder jeden schlagen konnte. Ich denke, dass es diese Saison nochmal ein bisschen intensiver geworden. Man sieht es ja auch an anderen Ergebnissen, das ist ja nicht nur bei uns so, dass vermeintlich schwächere Gegner auch den stärkeren schlagen können. Und ja, es ist eine starke Liga diese Saison und ja, das spornt uns natürlich aber auch an, weiter Punkte auch gegen große Vereine zu sammeln und diese Saison ist alles drin. Ja, uns erwartet natürlich ein starker Gegner. Die sind nicht umsonst Zweiter. Die haben sich auch diese Saison sehr verstärkt nochmal im Vergleich zur letzten Saison. Aber es ist so, dass wir auch die schlagen können und wir wollen sie natürlich auch schlagen. Wir haben gezeigt, dass wir gegen große Gegner bestehen können, unter anderem auch gegen Uerdingen. Und wir werden uns diese Woche intensiv darauf vorbereiten und wollen natürlich was mitnehmen dann am Wochenende. Ja, wir müssen einfach wieder schauen, dass wir auf unser Umschaltspiel setzen, so wie wir es halt auch letzte Saison, das hat uns stark gemacht. Wir wollen auch diese Saison wieder versuchen, über unser Umschaltspiel zu kommen. Und mit Sicherheit greifen da die Automatismen noch nicht so wie letztes Jahr. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, arbeiten weiter dran und ja, wollen natürlich wieder weiter Gefahr nach vorne entwickeln. Ja, mit Sicherheit ein körperbetontes Spiel. Wir werden versuchen, wieder die Räume eng zu machen, kompakt zu stehen vor allen Dingen und dann, wie gesagt, auf unsere Konter zu setzen. Und mit Sicherheit erwartet Ihnen kein einfaches Spiel hier am Wochenende.